so schlecht aus. Ne? Das sind alles so Sachen. Wie sehr nervt euch Jungs das, dass sie immer im Mittelpunkt steht? Überhaupt nicht. Also das muss man schon ganz klar sagen. Alina ist eine Top-Frontfrau. Das muss man, die kämpft sich, die kämpft für uns an der Front und ist ja auch einfach das Sprachrohr der ganzen Geschichte so und verkörpert das natürlich auch. Ich meine, wir haben ja gerade erst angefangen, ne? Wir sind ja auch auf einem Weg dahin, dass wir das Modeln vielleicht auch mal an die Jungs weitergeben. Ich denke, da wird noch einiges kommen. Wie geht es dir? Hast du manchmal Stress mit den Jungs, weil du irgendwie, keine Ahnung, weil du halt als Frau irgendwie 2 Stunden länger in der Maske brauchst und irgendwie alles noch anders haben willst? Nee, ich meine, wir müssen uns natürlich in allen möglichen Situationen jetzt erstmal so zurechtfinden. Ne? Also es ist ja alles noch relativ neu für uns, so was so drumherum passiert. Aber ich finde, wir haben das eigentlich so, wir machen das eigentlich ganz gut. Also wir nehmen, glaube ich, auch so Rücksicht aufeinander. Ich bin vielleicht nicht ganz so gut im Rücksicht nehmen auf andere, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich möchte euch was vorlesen, was am Anfang erstmal nicht so ganz nett klingt. Ich lese mal vor, das ist ein Kommentar zu einem Video von euch. Habe ich bei YouTube gefunden, bei meiner Recherche. Also der User, nennen wir ihn XY123, sagt: Wenn man sich das Ganze anschaut, sieht man ein hochprofessionell durchgestyltes Industrieprojekt, bei dem nichts dem Zufall überlassen wird.